Hallo und herzlich willkommen bei Technik Time Check. Ich stelle euch heute die Orange Jack Hashtag Werbung USB-Ladestation vor mit LCD-Display. So, hier haben wir das gute Stück auch schon. Einmal Orange Jack Hashtag Werbung. Wir haben hier 6 normale USB-Anschlüsse: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Einen Speedloading-USB-Anschluss halt und einmal USB-C plus Wireless Charging. Ich werde es heute mal ausprobieren. Die Ladestation kostet auf Amazon 38,99 €, Link in der Videobeschreibung. Ich werde es heute mal ausprobieren, den USB-C-Ladekabel mit einem nochmal Typ C-Ladekabel, aber mit USB-Anschluss vorne für Speedloading testen und ein ganz normales USB-Kabel. Also USB-C-Kabel. So, erstmal danke an Mama. Ich probiere das jetzt mal mit ihrem Handy, mit dem Speedloading, denn ich filme ja gerade mit meinem Handy. Also erstmal probieren wir, erstmal stecken wir das ganze Ding an. So, dann erkläre ich euch erstmal, was man hier alles sieht. Das Ding fährt hoch. Hier sieht man die Spannung, die Ausgangsspannung. Dann sieht man die Watt und dann halt hier die Milliampere oder Ampere, was weiß ich, ja Milliampere eher für Ausgang 1 bis 4 und hier nochmal. Dann 5, 6, 7 und 8. Ausgang 8 ist USB-C. Hier, wo dieses Charging-Zeichen ist, ist Wireless Charging. Hier Nummer 7 ist der Schnellladeport. Nummer 6 ist der hier. Nummer 5 ist der hier. Ja, das sieht man da alles. Wir testen zuerst einmal USB-C. Ich habe das Ding seit dem 13. Januar. So, wir stecken an. Wir stecken an und man müsste eigentlich, wenn der Stecker richtig drin ist, ja, jetzt. So, da unten sieht man es. Bleib an, bitte. Da wird geladen, 69%. Und hier drauf sieht man dann eins. Keine Ahnung, 1,5 Milliampere, ja, 1,5 Ampere, irgendwie sowas. Also 1,5 Ampere auf keinen Fall, aber 1,5 Milliampere oder so, keine Ahnung. Jedenfalls, das Gerät verbraucht gerade 7,6 Watt. Ausgangsspannung 5,17 Volt. So, dann testen wir jetzt hier das kurze Ladekabel. Stecken wir an. An normalen USB. Und stecken das an mein altes Handy. Es wird geladen. Und hier drauf steht dann, da ist der Verbrauch 2,2 Ampere oder 2, ich sag einfach 2,2 Ampere. Es sind natürlich keine 2,2 Ampere. 11,2 Watt. Ausgangsspannung 5,19 Volt. Wenn ich das jetzt an den Speedloader-Anschluss stecke, ändert sich natürlich nichts. Nur, dass der dann hier auch die Voltzahl anzeigt, wegen Speedloading. Aber das Handy unterstützt halt kein Speedloading, weil es halt auch kein Typ-C-Anschluss hat. So, das hätten wir getestet. Dann testen wir jetzt einmal das Speedloading. Das Schnellladen, das unterstützt mein Handy auch. Ich habe das Samsung Galaxy A51. Das finde ich immer sehr toll, vor allem, wenn man es mal abends vergisst anzuschließen und morgens noch vor der Schule. Schließt man es an, hat nun mal 40-50% geladen. So, hier unten steht's. Also erstmal Quick Charge steht auf dem Display hier. 1,2, ich sag jetzt mal Ampere, ne? 9,2 Volt Quick Charge. Und hier steht auch Schnellladen. Ich hoffe, man hat es gesehen. Da Schnellladen steht da. Das ist sehr praktisch. Kann natürlich auch mehrere Geräte gleichzeitig anschließen. Das ist natürlich kein Thema. So, gehen wir rein. Beide laden. Mein Handy, was ich jetzt hier, womit ich filme, kann ich auch noch anschließen. Das hat halt auch Typ C. Dann geht der Akku wenigstens nicht zur Neige. Ich habe nämlich nur noch 7%. Ja, wie gesagt, ich bin mit dem Gerät sehr zufrieden. Für den Preis auch sehr in Ordnung. Also Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist gut. Die Kabel habe ich mir extra gekauft, diese kurzen roten Kabel bei Amazon. Packe ich wahrscheinlich wohl auch nochmal einen Link in der Videobeschreibung.
Die sind sehr praktisch, weil sonst hat man da so ganz lange Strippen dran und dann. Oder wenn man so Geräte kauft. Das hier war zum Beispiel bei meinem kleinen Bluetooth-Headset dabei. Wenn ich Trecker fahre oder wenn ich draußen bin, dass ich es immer bei mir habe, das Headset. Dann kann ich immer Anrufe annehmen. Das war dabei, so ein kurzes Kabel. Sehr schön. Oder hier auch. Das war bei meinen Kopfhörern von Rossmann dabei. Kurzes Ladekabel. Sehr praktisch. Da kann ich die auch da anstecken, weil wenn ich da nämlich hier so eine lange Ladekabel anstecke, so wie hier, da hat man ja einen riesen Gewusel, wenn man da mal fünf Sachen anschließt. Weil zum Beispiel bei mir in der Familie ist es so, wir haben zwei Tablets, drei Handys plus das hier, mein altes Handy, womit ich noch Clash of Clans spiele, das heißt vier Handys. Und dafür ist diese Schnellladestation optimal. Auch für zum Beispiel Powerbanks oder Kopfhörer, ja, hier Kopfhörer, Bluetooth-Kopfhörer mit Ladecase, Powerbanks, Hashtag Werbung von Rossmann, meine 30.000 mAh Powerbank schließe ich hier auch an, lädt auf, perfekt, dauert natürlich eine ganze Weile, bis 30.000 mAh aufgeladen sind, aber es ist bei keinem Anschluss besser, so man sieht hier schon bei dem Handy, 72%. Schnellladen 72%. Das heißt, das Speedloading ist echt mega geil. Bei meinem nächsten Handy, was denke ich mir immer noch ein Jahr warten kann, so schnell brauche ich noch kein neues, möchte ich auf jeden Fall Speedloading haben, weil neuere Autos zum Beispiel haben ja auch so ein Fach, wo man einfach Handy reinlegt. Speedloading, ne? Das ist voll praktisch. Am besten, wenn ich USB-C hätte an meinem neuen Handy, dass ich Speedloading kann und das hier auch noch. Bei einer Zahnbürste zum Beispiel habe ich das mal draufgestellt. Hat auch angezeigt, dass die lädt die Zahnbürste, aber hier unten war keine Abnahme. Und die Zahnbürste ist auch nicht voller geworden, aber ich glaube, das ist auch nicht kompatibel. Aber mit so einem Handy mit Speedloading wäre echt schon mal cool zu sehen. Ich habe aber leider keins, sonst hätte ich euch das schon gezeigt. Ich meine, hier mit jetzt auch nicht. Nee. Hier soll das auch damit gehen. Bin ja auch doof. Nein. Wie gesagt, ich kann es nur weiterempfehlen. Erster Link in der Videobeschreibung. Checkt auch mal eine Amazon-Wunschliste ab. Da hat mir auch schon mal ein Zuschauer was von gesendet. Dankeschön nochmal an dich. Du hast mir die dreimal graue Spraydose geschickt. Sehr schön. Und ja, wie gesagt, ist ja alles freiwillig. Und ja, lasst ein Like und ein Abo da. Tschüss, euer Technik-Time-Check.